Du hast ja gestern deinen Tod gespielt. Ja. Und davor hattest du keinen Schiss? Naja, das war eine relativ schnelle Geschichte. Also ich wurde erschossen und habe auch nicht mehr. Wir haben uns extra darauf festgelegt, dass ich keine letzten Worte habe. Um Gottes Willen, Berg, legen Sie die Waffe weg. Sie wollen Ihrer Tochter doch nichts tun. Ihr sicher niemals. Aber Ihnen... nicht irgendwie noch, ich liebe dich oder so. Wolle und ich haben irgendwie miteinander kommuniziert, während ich dann gerade starb, aber das weiß keiner, was wir gesagt haben. Also, das haben wir für uns heimlich gemacht, aber nee, das war, klar habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, irgendwie, wie stirbt man jetzt, aber im Grunde ist es einfach sehr schnell gegangen und ich wollte auch nicht noch großes Drama da haben. Mich hätte nämlich jetzt interessiert, wie man sich auf sowas vorbereitet, ob man sich auf sowas vorbereiten kann. Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt, ich hatte mir vorgenommen, noch irgendwelche Filmtode mir anzugucken oder so. Aber andererseits habe ich dann gedacht, nee, das ist ja meiner. Also das ist ja, ich will das ja nicht abgucken. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme es aus dem Moment und das glaube ich dann auch am besten. Du spielst ja bei Frau Ellen so ein reiches Töchterchen. Würdest du auch gerne so ein Luxusleben führen wollen, privat? Also, du ja wahrscheinlich nicht, unterstelle ich dir. Wieso? Ja, also ich meine, ich hätte jetzt nichts gegen ein bisschen mehr Geld, aber also so wie Alexia möchte ich nicht leben. Ich habe mir auch immer irgendwie, die war ja nicht glücklich mit diesem ganzen Geld. Es kommt noch, ist ja auch zum Ende hin klar geworden, dass das Geld sie immer nur behindert hat im Grunde. Und ich hätte mir auch für sie gewünscht, dass sie das Geld einfach, also in einer Szene habe ich es ja auch gemacht, sie hat irgendwie das ganze Vermögen überschrieben, gesagt, ich will das alles nicht haben, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und das war immer das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, dass sie das mal macht und sich davon trennt. Und ich glaube, dass das privat auch immer das Beste ist. Also sich an sowas, so materiellen Sachen so doll festzuklammern, finde ich total bescheuert. Und ich glaube auch nicht, dass es glücklich macht. Macht es denn glücklich, mit Bernd eine Vater-Tochter-Geschichte zu spielen? Ja. Aber das wisst ihr doch alle. Ja, sehr. Ach, das hat total Spaß gemacht. Ich war echt froh, dass ich so einen tollen Spielpartner hatte und dass wir uns jetzt am Ende nochmal wiederbekommen haben, sozusagen. Waren wir beide total glücklich drüber. Auch jetzt gerade gestern, die letzte Szene, bevor ich dann sterbe, wo ich ihm sage, jetzt trenne ich mich von dir, war so emotional irgendwie. Also wir haben, glaube ich, total gut zusammengepasst und das war eine super Arbeit. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, da hast du dir selber zum Beispiel besonders gut gefallen oder das fandst du schön für deine Rolle, dass sie das spielen durfte? Da gibt's, es ist so schwierig, also es gibt viele schöne Momente, finde ich, irgendwie, also einmal, genau, diese ganze Tunnelfluchtgeschichte, die wir damals hatten, die fand ich super. Dann fand ich das Verhör mit Helmke auch toll, das wir damals gemacht haben, das war irgendwie so ganz anders gefilmt und es war sehr, ja, ich fand, es war filmisch irgendwie und war für uns Schauspieler auch irgendwie toll zu spielen. Und dann jetzt halt die letzten Folgen so waren halt echt eine unglaubliche Herausforderung, finde ich. Und ich fand es auch schön, diese Liebesszenen, irgendwie haben mir die gefallen. Ich fand es so schön, so stimmig. Und ich habe sie zwar noch nicht gesehen, deshalb kann ich nicht sagen, ob sie jetzt wirklich gut sind, aber ich glaube, dass die vom Spiel her echt schön sind und auch eine neue Facette. Was wirst du denn jetzt am meisten vermissen? Ja, die Kollegen auf jeden Fall. Also Kollegen, das Team. Die Arbeit, also an sich jeden Tag das arbeiten zu dürfen, was man gelernt hat und was man gerne machen möchte. Halt, das ist ja nicht selbstverständlich als Schauspieler. Also mal gucken, gut, ich spiele jetzt erstmal wieder Theater und so, das ist auch super schön. Aber dass man jeden Tag den Beruf ausüben darf, den man machen möchte, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Und eben die Leute, natürlich. Schöne Abschiedsworte. Dann wünschen wir dir alles Gute. Wir sind gespannt, wo man dich wieder sieht. Ja, ich auch. Dankeschön. Ciao.